Heute ist es soweit, der Nino und ich nehmen den Cocktail Jam Nummer 2 auf. So, wir sind angekommen, dann noch einrichten und nachher sind wir gleich ready für den zweiten Cocktail Jam. Was? Ist gut? Ist voll? Nein, ich bin ready. Das sieht viel besser aus. Das sieht schon eher aus wie ein Babybus. Aber das beim ersten Mal so richtig gemacht heute. Voilà. Das sieht sehr hübsch aus. Ja? Du darfst, Nevin. Darf ich probieren? Du darfst. Ich werde immer wieder gefragt, ob es mich nicht stört, im Blog zu erzählen, wie es mir geht. So, wenn ich sage, ich habe schlecht geschlafen oder ich fühle mich nicht so gut. Oder irgendetwas, das erzähle ich ja da. Und ich habe jetzt gemerkt, dass in den meisten Vlogs das eigentlich nicht gemacht wird. Der Vlog ist immer so, oh, uns geht es super, es ist auch leise. Und wenn es uns mal nicht so gut geht, dann machen wir einen Real Talk. Und das ist alles, das mache ich irgendwie nicht. Ich erzähle dir einfach, was passiert in meinem Leben. Und wenn es mir nicht gut geht, dann geht es mir nicht gut. Wenn es mir gut geht, dann geht es mir gut. Das ist einfach so. Und ich glaube, das darf Platz haben in diesem Vlog. Also ich mache da nicht so die Standard-Vlog-Sachen. Vielleicht auch nicht so meins. Egal. Ich bin jetzt im Buchberg. Möchte noch ein paar Löcher machen. So, gegen außen, vor allem mal reinführen von Strom und mir überlegen, wo das Wasser definitiv hinkommt. Ich habe jetzt all diese Sachen da. Ich warte immer noch auf den Ofen. Es hat jetzt geheißen, nächste Woche kommt er. Sicher. Aber pff, was ich machen muss, ich muss entsorgen. Da oben, es hat so viele Baustellen gegeben. Es ist so ghetto. Ich habe überall das Zeug einfach angerührt. Ich soll jetzt alles mal sammeln. Ich fahre nächste Woche die Entsorgung und drehe einfach mal fort, was ich nicht mehr brauche. Ich bin gerade am Räumen, dass ich entsorgen kann. Es ist etwas recht Cooles dabei rausgekommen. Und zwar Haufen Eis. Und auf der anderen Seite vom Wagen Haufen 2. Also ziemlich viel Material, wo man so kann unter dem Wagen, im Keller vom Wagen, im Wageninneren, überall verstauen. Also ich bin jetzt ziemlich überzeugt, dass mir der Platz da drin wird lange, wenn ich so viel Scheiß irgendwo shoppen kann und ich nicht mehr weiss, dass ich den habe. Crazy. So, vieles aufgeräumt und entsorgt. Weil heute schönes Wetter war, gehe ich jetzt ins Kino und baue endlich die Leinwand ab. Ohne die Leinwand ist es nämlich gerade ein bisschen leer hier im Hof, aber irgendwann muss man sie abnehmen.